Genau, also einfach den unteren Link dann nochmal rauskopieren. Das ist unser Repositorium für die heutigen zwei Sessions, also für jeweils 1,5 Stunden. Wie gesagt, Kollege Zug mit der Einführung, das machen wir dann im zweiten Teil, der kommt etwas später. Und ich mache das jetzt ganz schnell. Oder eine Kurzeinführung in LiaScript. Was ist das oder was ist die Idee dahinter? Also LiaScript, ich weiß nicht, wie viele haben wir schon Ahnung von Markdown vielleicht oder sowas? Markdown, genau. Also LiaScript ist in dem Sinne einfach nur eine Erweiterung von Markdown. Wir haben versucht, Markdown so zu erweitern, dass es interaktiv erweiterbar ist für Bildungsinhalte. Das heißt, alle fancy Sachen, die im Netz funktionieren, sollten dann auch in Markdown funktionieren, in einer einfachen Syntax, die jeder nutzen kann, die jeder beliebig erweitern kann, um seine Lehrinhalte zu schreiben, zu dokumentieren und das einfach mit Schülern, Studenten zu teilen, mit seiner Community, ohne dass es ein zentrales, wie sagt man, eine Plattform gibt. Also das Ganze funktioniert auch dezentral. Jeder hostet seinen Content für sich selber. Und das Ganze wird auch, zeige ich gleich, wie es weitergegeben wird. Also hier auf dem Deckblatt zu unserem heutigen Kurs, da gibt es ein paar weitere Informationen und es gibt auch einen YouTube-Kanal. Ich kann das einmal ganz kurz vorführen. Also was das am besten vielleicht verdeutlicht. Wo habe ich denn, wo habe ich denn, wo habe ich denn? Also hier. Sowas in der Art werden wir heute erstellen. Das sieht nicht so fancy aus, glaube ich, in der Mitte, aber die Idee ist halt, rechts ist die Syntax. Hier ist der Kurs, der funktioniert auf allen Tablets, sollte auch auf diesen Feature-Phones funktionieren, wie man das hier sieht, auch im Offline-Modus. Dazu, also zum Hintergrund, werde ich dann noch was sagen. Also wir können es mal kurz abspielen, weil das ganze System, also LiaScript, so ein eigentlich, wie ich finde, ziemlich gut erklärt. 24th of May, we will have a pre-conference workshop on instant creation and publishing of free and open online courses with LiaScript. Okay, versteht man das? Ist ein bisschen leise, glaube ich. Die Idee ist halt, man kann einen Kurs später nutzen. Ihr werdet einen Kurs schreiben, der sowohl als interaktives Textbuch, der kann für Folien zur Repräsentation, also einfach nur für Folien genutzt werden, aber auch so als interaktive Präsentation mit Text-to-Speech-Output, wenn ihr das möchtet. Also das heißt, hier müsst ihr gar nicht viel machen. Das Ganze funktioniert auch, man muss sagen, in Anführungsstrichen ziemlich gut auf diesen Feature-Phones. Desto besser der Browser, das Betriebssystem ist natürlich und die Anbindung habt ihr natürlich bessere Sprachausgaben. Das, was ihr dann machen könnt, sind zum Beispiel, nehme ich hier den Text. Also man erkennt es, kann man das erkennen? Genau, das ist eine Lückentextaufgabe. Und hier ist praktisch die einfache Definition. Das heißt, für Quizze nehmen wir einfach nur diese doppelten Klammern. Die können wir in verschiedenen Kontexten nutzen, um verschiedene Arten von Quizzen zum Beispiel zu erstellen. Das ist so eine Möglichkeit. Aber das Ganze natürlich wieder mit einer Sprachausgabe kombiniert. Ich gehe mal kurz weiter. Ihr könnt auch live Code, wenn ihr den habt, also das sieht man hier in diesem Beispiel, ausführbar machen, sodass man auch in beliebigen Programmiersprachen, wenn man das möchte, auch programmieren kann. Also Quizze, Textausgaben, Umfragen und wie das Ganze gehostet wird, das zeige ich euch jetzt. Genau, oder automatische Visualisierung von Daten. Das heißt, das System erkennt zum Beispiel hier bei dieser Tabelle, oh, das könnte vielleicht eine Barchart sein. Das heißt, wie die Daten hier angeordnet sind. Und generiert euch dementsprechend dann automatisch diese Visualisierung. Das Ganze könnt ihr später mit Animationen, Effekten noch interaktiver machen. Aber Idee ist halt, es gibt nur diese Textbeschreibung. Jo. Aber ich gebe schon den Befehl, bitte generiere mir einen Graphen. Also Nein. die Tabelle und denke, ich kriege meine ganzen Graphen aus. Die wird selber am Muster der Daten in der Tabelle wird geschaut, welche Arten von, also wie könnte ich die Daten in der Tabelle vielleicht geeignet repräsentieren. Wenn hier Zahlenwerte wären, dann wäre das ein XY-Diagramm zum Beispiel. Hier, das ist ein Barchart, Piechart, aber ihr könnt das auch selber vorgeben. Durch ein kleines Kommando oder einen kleinen Befehl oben drüber. Ihr könnt das erzwingen. Ich möchte aber, selbst wenn du glaubst, dass eine andere Visualisierung gut ist, ich möchte es gerne meine Daten so und so darstellen. Also das könnt ihr frei konfigurieren. Genau, also das zur Einführung, zur Einleitung. Er hätte noch was über die Historie, wie sich das Projekt entwickelt hat.
erzählt Nutzung von GitHub und Multi-Autoren-System. Das heißt, wenn man kollaborativ an einem Projekt gemeinsam arbeitet, also die Idee ist halt, man kann das in einer einfachen Textdatei natürlich speichern. Wir präferieren, also es geht auch, das Ganze auf GitHub zu hosten. Da können mehrere Autoren gemeinsam Änderungen an Dokumenten, Kursen machen. Man kann das Ganze teilen, man kann das Ganze, wie sagt man, forken. Das heißt, ich mache mir ein komplett aus diesem Stand, je nachdem wie die Lizenz ist, einen eigenen, baue das Ganze um, schiebe meine Änderungen zurück. Wenn ich gewollt, kann ich aber auch hier ein komplett eigenes Repositorium starten. Also, dass ich hier das als Basis nehme, diese anderen Quellen einfach copy und paste. Ich schaue, wie das Ganze aussieht und kann dann so anhand dieser Beispiele meinen eigenen Kurs dann generieren. Soweit. Und wir haben für euch gestern Abend noch ein LiaScript-Kochbuch hier festgelegt. Also wenn ihr diesem Link folgt, dann wird automatisch erstmal, also die Idee, es ist eine einfache Textdatei, die wir jetzt Stück für Stück erweitern werden. Ich kann es ja nochmal in den, achso, im Editor müsste es ja eigentlich sein, ich kopiere es sicherheitshalber nochmal rein. Als zweite Quelle. Und da haben wir halt mitbekommen bei den letzten Konferenzen, die wir hatten, es ist einfacher, so muss man immer noch den Editor, in Plugins gegebenenfalls installieren. Hier habt ihr die Möglichkeit aber mit dem LiaScript Live Editor eigene neue Dokumente anzulegen, wo nichts drin ist. Und das Ganze ist nur eine reine Browser-App. Also hier wird nichts auf irgendeiner Plattform gespeichert, sondern was ihr verändert, passiert direkt im Browser. Eure Inhalte werden im Browser gespeichert und gegebenenfalls müsst ihr den auch dann entsprechend teilen. Also wenn ihr auf den ersten Link geklickt habt, habe ich das gemacht? Genau. Dann habt ihr diese Sache, da gibt es hier unten eine kleine Information. Also ihr könnt dieses Dokument zwar verändern und es modifizieren, aber die Sachen werden noch nicht im Browser gespeichert. Die Ursache ist, also ich habe als Ursprungsdokument aus dem GitHub-Repository einfach die Textdatei angegeben und dem Editor wurde bloß gesagt, dieses Dokument soll als Beispiel dargestellt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Kopie davon machen möchtet, dann klickt ihr hier einfach auf Fork. Also, was dann passiert, dann verändert sich die URL, ihr habt eine ID und dieser Kurs oder dieser Text ist jetzt bei euch im Browser gespeichert. Ihr könnt das editieren, verändern und wenn ihr wiederkommt, dann ist der alte Zustand auch, also ich kann ja mal das Ganze verändern, Buchstabensuppe XY zum Kompilieren entweder hier auf das Rädchen drücken oder auf, das heißt, dass dieses der Inhalt neu gerendert wird oder als Shortcut einfach Ctrl S. Jetzt passiert hier nichts. Grundlagen X, Ctrl S. Man sieht, das hat sich verändert. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe im Editor, jetzt ist hier der Kurs ohne Metainformationen enthalten. Ich kann ihn wieder editieren und meine alten Änderungen sind doch gespeichert. Soweit? So gut, ja. Also ich habe gestern der Einfachheit halber einfach ein paar, also das hatten wir gesehen in einem Workshop, den ja, Freunde von uns gehalten haben, vom Children's Hospital of Philadelphia, auch eine Einführung in LiaScript, die natürlich nicht so technisch sind wie wir vielleicht. Also wir hatten die vorherigen Workshops dann ein bisschen zu technisch gehalten, aber die haben das Ganze eingeführt mit einem einfachen Kochrezept. Also ich fange an, ich habe einfach eine Textdatei, wo ich meine Informationen zu meinem Kochrezept in dem Sinne habe und haben das dann Stück für Stück erweitert und so angepasst, dass daraus auch tatsächlich ein richtiger Online-Kurs entstanden ist. Also wir machen heute Buchstabensuppe. Und das Einzige, was man sieht, hier ist eine ganze Menge Text, noch gar nicht so richtig formatiert. Und das Ganze wird auch einfach nur als Text, okay, die Links werden erkannt, ausgegeben. Und die Idee von Markdown ist, das soll ziemlich einfach für Menschen zu lesen und zu schreiben sein. Und man soll damit ursprünglich statische Blogs, Texte, vielleicht auch in Moodle gibt es auch den Markdown-Editor zum schnellen Schreiben, also enthalten sein. Und diese erste Sache ist, wie unterteilen wir oder strukturieren wir überhaupt in Kapitel, Sections, Subsections. Da gibt es diese Möglichkeit, also hier oben seht ihr das zum Beispiel schon,
Oder auch nicht. Sieht man das? Kann man es erkennen? Also es ist mit dem Hashtag oder Raute. Das heißt, eine Raute ist eine Überschrift. Wenn ich das Ganze weiter unterteilen möchte, und das macht ihr oder versucht das mal, dann habe ich diese einzelnen Kapitel schon mal nummeriert mit A, A1, A2, A3, B. Da ist diese Idee. Ich mache hier mal das Inhaltsverzeichnis an. Wenn ich jetzt hier eine Raute davor mache, also ich drücke wieder auf Kompilieren, dann sehe ich hier, dass ich eine Überschrift Header 1 generiert habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel das soll eine Subsection oder eine Kapitelnummer sein, auf eine Ebene weiter, dann mache ich einfach zwei Rauten davor. Wenn ich das wieder kompiliere, ich mache es mal ein bisschen kleiner, dann sieht man es, bleibt es erhalten, dann ist das eingeschoben. Das heißt, wenn oben zwei waren, die A1 gehört praktisch, ist ein Unterkapitel von A, dann füge ich 3 hinzu und kann so mein Dokument strukturieren. Das könnt ihr ja jetzt alle erstmal als Fingerübung machen. Also wo ich mach's und ihr versucht es auch für euch. Das heißt, wir gehen hier mal durch mit diesem, versuchen unser Dokument in einzelne Abschnitte, Überschriften dann zu strukturieren oder ja zu überführen. Der Einfachheit halber, ich habe noch jeweils 4 Leerzeichen da hinzugefügt, das dann optisch besser zu erkennen ist. Also was jetzt ein Kapitel ist und was nicht. Genau. Also B ist jetzt wieder bloß auf zweiter Ebene bei mir. Für externe Verweise, hier mache ich dann wieder, hier fängt ein neues Kapitel an. Und ich mache ein paar neue, zwei Rauten davor. Und es muss ein Leerzeichen dazwischen sein. Raute, 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 direkt am Anfang des Textes und Leerzeichen. Danach können auch mehrere Leerzeichen kommen. Das ist egal. Das wird gleich dargestellt oder gerendert. Aber es muss hier jeweils eine kleine Trennung. Ich kann ja kurz noch nebenbei erzählen, was wir heute machen werden. Wir werden nochmal ein paar Grundlagen von Markdown einfach nur erläutern oder zeigen, dass ihr eure Texte ein wenig formatieren könnt. Danach geht es darum, wie man Multimedia-Inhalte einbettet, also verschiedenster Art. In Abschnitt C werden wir verschiedene Repräsentationsformate lernen. Das heißt, ein Dokument kann, wie erwähnt schon, als interaktives Buch für einfache Präsentationen im Folienmodus oder als Folien direkt genutzt werden oder mit automatischer Sprachausgabe. Kannst du nochmal bitte vorwegstellen, was für dich so ein Ideansatz ist? Jetzt für Communities oder sowas gedacht? Oder? Nee, auch. Also ich hab so eine Genau, also ich werde noch was zeigen, also im Nachhinein, also mit Hilfe von Web 3.0 Technologien könnt ihr auch Klassenräume öffnen, das heißt, wenn ihr einen Quiz macht, einen Klassenraum öffnet mit Browser-to-Browser-Kommunikation, ihr müsst es aber nicht machen, dann habt ihr direkt eine Übersicht wie bei Mentimeter, dass man die Zustände der anderen anonym in dem Sinne mitbekommt. Also wir haben jetzt die Schüler, Studenten gewotet, haben sie Fragen, das gibt es dann alles noch automatisch im Chat mit dazu. Also ihr müsst da nichts draus machen, das passiert alles automatisch. Also ja, und die Anwendungsszenarien, also ursprünglich, wir hatten es für den Informatikunterricht genutzt, weil wir, also A, die Funktionalität, die wir haben wollten, die konnten wir jetzt nicht mit Moodle, also mit diesem Live programmieren. Und ursprünglich war es bei uns auch so ein Robotik-Lab, wo die Studenten Zugriff auf Hardware hatten, sollten die programmieren. Da hatten wir einmal eine Textbeschreibung der Aufgaben und ein fancy User-Interface, das eigentlich für den Anfang erschlagend war. Und dann ist diese Idee gewachsen, ja, ich will jetzt nicht immer eine HTML-Seite-Webseite vielleicht generieren, die Aufgabe für diese eine Oberfläche dann generiert und dann unter verschiedenen Schwierigkeitsgraden das dann abbilden, erklären, sondern eigentlich soll das
so Stück für Stück offenbart werden. Das heißt, dass der Editor dann immer weiter angepasst wurde, die Aufgaben wurden dann angepasst, aber das Ganze als Online-Kurs. Und dann haben wir dann Stück für Stück gemerkt, okay, warum geht das nicht? Eigentlich wäre es auch schön, weil Didakten mit bei uns im Projekt waren, wenn die jetzt direkt den Wissensstand der Studierenden abfragen können. Das heißt, wir brauchen noch eine Syntax für Quizze. Wie könnte man das einfach darstellen? Zeige ich dann auch gleich. Und so ist das evolutionär gewachsen, sodass es mittlerweile so eine Art kleine Programmiersprache, kann man fast sagen, für Online-Kurse ist. Und die Idee ist halt wirklich, dass Communities, Lehrer sich da zusammenschließen können, interaktive Inhalte auch nicht erstellen, teilen können, aber auch so, dass es jetzt nicht ist, das ist die PDF, die ich erstellt habe. Jetzt kann ich die aber nicht auf einem, die liest sich auf dem Telefon doof vielleicht, auf dem Rechner gut, aber wie kann ich das Ganze erweitern? Dann brauche ich wieder ein kommerzielles Tool oder sowas, also um das wieder anzupassen. Also ich kann, oder wenn ich ein Video erstellt habe mit einer OER-Lizenz, also ich kann das nicht im Nachhinein verändern. Und das ist halt die Idee, dass man eine Sprache, eine einfache Textsprache hat oder Semantik, die idealerweise vielleicht von jedem genutzt werden kann. So, man fängt an mit einfachen Mitteln und kann dann immer komplexer werden, sodass andere vielleicht, wenn Entwickler dazukommen, die dann Zusatzfunktionalität einfach mit hinzufügen und sowas mit ins Projekt übernehmen, sodass das Ganze dann mit der Zeit auch wachsen und reifen kann. Beantwortet das? Ja, das gibt es. Ja. Genau. Dann werden wir bei im Abschnitt D kurz zeigen, wie man KI und Quizze nutzen kann oder KI nutzen kann zum Erstellen von Quizzen oder überhaupt von JavaScript-Kursen. Danach etwas programmieren. Das ist ein bisschen zu viel. Danach im zweiten Teil noch kurz, weil es ist wirklich nicht schwer, wie ihr eigene Erweiterungen dann tatsächlich bauen könnt. Das heißt, eine gewisse Funktionalität ist noch nicht da. Ihr wisst aber, wie man das gegebenenfalls automatisieren, implementieren kann. Es gibt eine einfache Makrosprache, die wir implementiert haben, sodass ihr euer Projekt auch beliebig erweitern könnt. Oder ihr fragt uns und wir liefern euch dann die jeweiligen Mittel. Oder jetzt war ich eins zu weit. Das ist schon richtig komplex, unser. Die könnt ihr auch verändern in so. Also es gibt dann noch andere Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Ach so, das ist wegen der Größe. Also das heißt, wenn ich das jetzt, wenn es auf Tablet-Größe ist, in dem Sinne, dann muss das Ganze geschlossen werden. Das ist einfach so, der CSS-Stil gibt das vor. Auf kleinen Displays sieht man das gesamte Inhaltsverzeichnis, auf großen teilt sich das Ganze ein bisschen. Okay, jetzt noch die letzten. 2, 3. 1, 2, 3. So, wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann müsst ihr die gleiche komplexe Struktur haben wie ich sie habe oder eine ähnliche in dem Sinne. Aber die Idee soweit ist klar. Wir unterteilen diese Sektionen einfach nur durch einfache Überschriften, die jeweils mit Rauten oder Hashtags vorangestellt werden. Und da die Nummer entscheidet über den Einschub. Bis maximal 6 geht es. Also ihr könnt maximal 6 Unterschriften machen. Das hat einfach historisch ist das bedingt, weil es in HTML nur H1 bis H6 gibt für dieses Header-Tag. Also das ist dann direkt so übernommen. Genau, jetzt können wir mal auf, ihr könnt alle auf Grundlagen gehen, was eigentlich auch funktionieren müsste, wenn ihr Doppelklick, Doppelklick geht hier nicht, das ist Control und Klick, dann müsst ihr jeweils auf die jeweilige, also Control und Klick im Editor, dann springt ihr hier auf die Slide oder ihr macht einen Doppelklick im hier in der Darstellung und dann springt das Ganze in die, der Cursor in die entsprechende Zeile. Und hier als erstes, was ich mit euch machen möchte, ist, dass ich den Text vielleicht ein paar Absätze unterteilen möchte. Kann man schon erkennen, komischerweise werden jetzt die oberen Sachen, also die sind abgetrennt, okay, das ist auch abgetrennt. Circa 30 Minuten dauert das Kochen unserer
Buchstabensuppe, aber hier ist das Ganze ein Klotz. Also die würde ich gerne auch unterteilen. Das heißt, wenn ich einen Absatz haben möchte oder einfach nur einen Block, also das werden wir nachher lernen, die müssen jeweils, es ist einmal visuell besser zu erkennen, dass ich nicht alles aneinander schreibe, sondern die müssen einfach nur durch eine Leerzeile, es können aber auch mehrere sein, unterteilt werden und ihr generiert einen neuen Absatz oder einen Block. Also das heißt, egal wie viele ihr macht, es wird immer, es resultiert, das gleiche Resultat kommt raus. Also das erste, was wir hier machen können, ist zum Beispiel einfach nur, jo. Ich habe gerade probiert mit zwei Leerzeichen am Zeilenende, das funktioniert beim Markdown eigentlich für den Absatz, oder? Zwei Leerzeichen am Zeilenende? Ach so, nee, dann ist das nicht. Nee, das, ja, das kann sein. Also soweit, jetzt haben wir unseren Text, wie gesagt, in etwas besser leserlich dargestellt und formuliert, einfach in mehrere Absätze. Und jetzt, wenn ich was, ihr wisst ja schon viele, wie, wenn ich was fett hervorheben möchte oder kursiv schreiben möchte, die Schreibweise kennt ihr schon? Zwei Sternchen, genau, oder wir können ja mal die Zeiten jeweils kursiv schreiben. Das heißt, entweder man macht ein Sternchen drumherum. Der Editor zeigt das schon an. Die 25 Minuten werden auch kursiv angezeigt. Oder das Ganze, also ich bevorzuge eher die Unterstrich-Darstellung. Das heißt, Zeiten können wir mal versuchen, kursiv einfach hervorzuheben. Das heißt, wie auch immer, ist besser leserlich. Und was jetzt? Jo? Gibt es eine Option für einen Zeilenumbruch ohne Absatzabstand? Das wäre dann HTML, da könnte man dieses BR-Tag nehmen oder sowas, wenn man das möchte. Weil hier ist auch HTML. Ja, genau. Also das wollte ich aber erstmal nur die Basis, also Markdown. Genau. Und der Einfachheit halber, die Zutaten, die können wir jetzt zum Beispiel Fett hervorheben. Fett ist doppelt so, wie sagt man, sollte doppelt so sichtbar sein wie kursiv und dann ist die einfache Erfindung der Markdown-Entwickler ist einfach nur, dass ich entweder zwei Unterstriche oder zwei Sternchen drumherum lege. Also wie man erkennt, Zwiebeln und Olivenöl sind fett hervorgehoben. Was gibt es noch? Wasser ist fett. Brühe können wir fett machen. Hat jemand eine Idee, wenn wir jetzt also kursiv, fett und kursiv haben möchten, was dann ist? Oder manche werden es schon wissen. Die drei Sternchen oder drei Unterstriche, genau. Ja. Aber man kann das Ganze auch natürlich beliebig viel schachteln. Das heißt, ich möchte zum Beispiel, dass Wasser kocht, fett haben. Ich will es mal zeigen. Wasser kocht, ist einigermaßen fett. Und ich möchte jetzt nur, dass das kocht kursiv ist. Dann kann ich jetzt entweder, damit es besser sichtbar ist, hier noch ein Sternchen machen. Das heißt, kocht ist kursiv, hat einen Anteil und alles drumherum ist fett. Und wenn alles klappt, dann haben wir jetzt kocht kursiv geschrieben. Also die Idee nochmal von Markdown, das, was ihr lernt, diese Basisnotation, die könnt ihr beliebig schachteln und überall verwenden. Also wenn ihr in Tabellen arbeitet, in Blockquotes, in, ich weiß nicht, also im Grunde bei allem, also bei Links, URLs oder sowas ist immer. Ihr müsst euch nur dieses kleine Konzept merken oder wenn ihr den Text seht, also wie sieht das aus, was das hier generiert hat, dann könnt ihr es einfach nur kopieren und dann wieder anwenden in verschiedenen Kontexten. Ach, hier habe ich nochmal Zeiten vergessen. Die wollten wir 10 Minuten köcheln lassen. Genau. Hat jemand eine Idee, wie ich es machen kann, wenn ich zum Beispiel bei der Paprika möchte ich gerne, dass die zwei Sternchen erhalten bleiben? Dass man da, ich möchte aber Paprika mit Sternchen umrandet haben, zum Beispiel. Das ist ein bisschen fies. Genau. Also das ist dann diese, aus der Programmierung genommen, dass man sagt, das soll aber zwingend erhalten bleiben. Das heißt, man macht ein Backslash davor, dann schreibt man das so, dann werden die Sachen ausgeschrieben. Oder es gibt noch diese Code-Notation. Das heißt, ich gebe hier ein Kommando vielleicht ein, was ich in einem Programm in einer Bash oder irgendwo eingeben muss oder von einer Programmiersprache einteile. Dann nennt sich das Backticks. Das heißt, dass ich, kann man das erkennen? Moment. Das ist bei mir die Taste über
über dem Sternchen auf der deutschen Tastatur. Shift und Backtick, das ist, glaube ich, auch dieser, wie wenn ich jetzt den André schreiben würde mit Akzent, dann muss ich einfach den anderen Akzent in die andere Richtung machen. Also Shift, Akzent, also Backtick, Backtick. Und dann kann ich hier beliebigen Raute, Markdown, Code schreiben und bekomme das dann als hervorgehoben. Also ihr könnt auch, das Dokument ist so gedacht, dass ihr euch direkt Notizen dran macht, also ihr probiert damit rum oder schreibt dann, wenn irgendwas nicht klar ist, dann das Ganze als kleine Notiz einfach dran. So. Also, ja. Soweit klar, oder? Dieses? Können wir weitermachen? Ja. Genau, dann gehen wir mal auf die nächste Folie, unsere Zutatenliste. Also einfach Control, ne? Ach, Zutatenliste. Die habe ich hier jetzt so schön untereinander geschrieben. Ich würde sie gerne aber als Auflistung haben. Das heißt, dass zum Beispiel mir einfach Bullet Points, eine Auflistung in dem Sinne, oder ein paar werden wahrscheinlich auch hierfür schon die Syntax kennen. Das ist einfach, was man früher gemacht hätte, wenn man auf eine Schreibmaschine geschrieben hätte. Ich mache einfach ein Minus davor. Ich mache das mal als Block darunter, wenn ich jetzt wieder das kompiliere. Dann habe ich hier diese Bullet Points. Ich habe das Ganze einfach so sortiert. Hier, man sieht auch Gemüsebrühe, egal wie viele Leerzeichen es sind oder Tabs, das wird immer nur als 1 erkannt. Und hier könnt ihr einfach mal, ihr könnt auch versuchen, das Ganze zu mixen, je nachdem, was euch besser gefällt. Also es geht natürlich Minus, Sternchen und Plus. Das resultiert in dem gleichen Ergebnis. Jo. Deswegen kann ja manche Sachen nicht ganz genauso wie die anderen. Na, es gibt so ziemlich viele verschiedene Varianten, die so irgendwie so unterschiedlich sind, und wir haben uns an dem GitHub Flavored Markdown orientiert, aber auch nicht alles bis ins Detail übernommen. Also nur diese grundlegende, aber so ein paar Sachen so ein bisschen anders interpretiert. Also kann man auch sehen. Also jetzt müssten alle die gleiche Aufzählungsliste haben. Ich habe das hier ein bisschen eventuell eingeschoben, weil das möchte ich gerne in einer zusätzlichen Aufzählung haben. Also hier ist, hier braucht JavaScript leider die zusätzliche Leerzeile. Das heißt, ach so. Genau. Also dann, es muss trotzdem noch mit diesem Uline optisch getrennt sein. Also hier, wenn das so dargestellt wird, dann wird das als einen Block interpretiert, also als einen Absatz oder einen Text. Das heißt, möchte ich daraus einen eigenen Absatz machen, dann brauche ich diese Leerzeile. Jetzt habe ich halt eventuell Kräuter, frisch getrocknetes Salz und Pfeffer, Paprikapulver. Das möchte ich aber vielleicht nummerieren. Das heißt, hier wäre die Syntax, dass ich zum Beispiel sowas wie 1, also ihr könnt Minus davor machen für die einzelnen Sachen. Das nochmal kompilieren. Und habe das Ganze als Liste eingeschoben. Da kann dann auch eine Tabelle drin eingeschoben sein, mehrere Absätze etc. Ihr könnt aber auch das Ganze durch eine Nummerierung machen. Das heißt, dass ihr hier einfach mit Zahlen anfangt. Sehen wir es? 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt. Und hier ist auch ein, hier müssen bloß diese Einschübe, das heißt, hier brauchen wir 1, 2, dass das zu diesem Block gehört, müssen einfach 2 Leerzeichen davor. Wenn ich jetzt Kräuter zum Beispiel mehrere Absätze hier hinzufügen wollen würde, so in dem Sinne, dann muss es halt mehr eingeschoben werden. Das muss mit diesem ersten Element. Von der Art Itemize-Funktion aller Latex gibt es nicht automatisch nummeriert, dass ich sage, bitte ab hier. Nee, das ist nämlich, da haben wir noch so einen anderen Unterschied, also das ist zur. Also nein, das gibt es nicht. Das ist dieser Unterschied zu GitHub Flavored Markdown, weil wenn ich jetzt mal durchnummeriere, okay, das sieht so aus,
Was jetzt bei uns aber möglich ist, also wenn ich hier den zweiten Punkt haben möchte, weil ich in meiner Präsentation, ich fange bei Punkt XY an, habe dann wieder Text, dann kommt die nächste Aufzählung, da geht es dann vielleicht mit Punkt 3, 4, 5 weiter. Was jeder normale Markdown-Interpreter oder HTML machen würde, er würde immer von 1 anfangen und durchnummerieren, egal ob ich da 2, 2, 2 hinschreibe. Bei JavaScript ist es halt so, dass die Zahlen, die ihr vergebt, auch tatsächlich übernommen werden. Also das heißt also, ein bisschen mehr Obacht, also man muss sich dann ein bisschen Mühe geben beim Schreiben, aber im Grunde ist das dann, ja, ist konsistent mit dem, was man sehen sollte, dass das Resultat auch dem entspricht. Also, genau. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch noch eure Texte hier hervorheben. Oder ich kann es mit 100 Gramm mit dem Dach noch hochschreiben. Also es gibt noch ein paar mehr Notationen, Formate die, oder ja, Formatierungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Aber das ist so diese Grundidee. Genau, soweit, so klar. Diese Liste sollte eigentlich selbsterklärend sein. Wenn ich hier wieder eine Unterliste haben möchte mit Sternchen, Aufzählungen, dann einfach wieder einschieben. Ich muss darauf achten, dass der Einschub der richtige ist. Und dann kann ich genau das Gleiche rekursiv tatsächlich gestalten. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum nächsten, zur Tabelle. Das heißt, hier habe ich mal als Liste dargestellt, oder wieder nur als Aufzählung, das heißt, was ist überhaupt, was ist der Nährwert dieser Suppe, die wir heute kochen. Also, das heißt, es gibt Stoff, Gramm, ich gehe mal auf die nächste Folie. Genau, das wird wieder als nur ein Absatz generiert. Ich möchte daraus aber das vielleicht schön in einer tabellarischen Form haben. Das heißt, hier ist wieder what you see is what you get, kann man das so sagen? So ein bisschen so ein Misch, oder was ich denke, also im Grunde ist es eine Mischung. Hier muss ich mit den ASCII oder mit meiner Tastatur tatsächlich auch die Tabelle nachbilden. Das ist vielleicht ein bisschen Tipparbeit, dass ich hier einfach durch diese vertikalen Striche, das ist der Kopf der Tabelle, und nach dem Kopf jeder Tabelle, die muss halt abgetrennt werden durch solche ja, beliebigen, also die müssen auch jetzt nicht passend stimmig sein oder nicht direkt passend. Das Ganze kann auch länger oder kürzer sein. Es ist halt bloß wieder dieses einfache Pattern, dass ich halt mit meiner Tastatur versuche, die Tabelle nachzubilden. Das Schöne ist, das kann ich einscannen, als Text formatieren. Ich sehe, wenn ich es geschrieben habe, nur einen Text mir ausdrucke, aber auch das Markdown-Dokument, das entspricht praktisch dem. Ich gehe mal auf die Tabellendarstellung. Genau. Und hier wird zum Beispiel automatisch erkannt, dass das Ganze eine Barchart ist. Das heißt, hier haben wir irgendwelche Kategorien und hier sind Werte mit dazugegeben. Das heißt, die sind aber, ihr könnt es nicht mit Komma machen, weil es halt dieser der Einfachheit halber dieser englisches oder ja, mit Punkt das Komma immer abgetrennt ist, nicht wie es im Deutschen ist. Deswegen müssen Zahlen mit Punkt getrennt werden. Aber ihr könnt hier beliebig wieder wechseln und seht dann, wie groß der Anteil von Eiweißen, von Fetten, von Kohlenhydraten ist. Das passiert halt automatisch. Ich könnte, wenn ich wollte, also eine andere Tabellendarstellung, ich kann es ja mal kurz in der Dokumentation zeigen. Hier gibt es die Dokumentation, einmal als, also auf der Hauptseite, wo es das Repository hinterlegt, oder, das machen wir nachher noch, als Kurs, den ich direkt teilen möchte. Ich öffne das mal, könnt ihr jetzt nach Tabellen suchen. Tables, ups, die falsche. Fun with Tables. Es gibt zum Beispiel diese, ich kann mir aus solcher, so eine Art Datensätze, ist die gleiche Tabelle, nur dass hier andere Zahlenwerte sind, die sind anders strukturiert, zum Beispiel einen Linechart generieren lassen. Ich kann mir das Ganze aber auch, das heißt als Scatterplot, wenn mehrere
x-Werte den gleichen y-Wert haben, dann kann ich das nicht mehr als Funktion darstellen, wenn ich es richtig gesagt habe, sondern es ist einfach nur ein Punktdiagramm. Also Boxplot, Piecharts, das sind dann einfach nur, oben sind die Kategorien und unten sind die Zahlenwerte. Das Ganze ist dann automatisch ein Piechart. Und da gibt es noch ein paar andere Modis, das ist dann hier unten. Also entweder es wird automatisch erkannt oder ihr könnt das selber dann tatsächlich durch Map, Box, Plot, Bar Chart und sowas vorgeben. Also eine Möglichkeit, da ich mit den Daten spielen kann, das könntet ihr auch machen, wenn ich hier auf die Tabelle gehe. Ich möchte daraus vielleicht ein Tortendiagramm machen, will aber meine Tabellenstruktur nicht öffnen. Da gibt es zum Beispiel einen internen, wie bei der Matrix, Data Transpose, wenn ich es richtig gemacht habe. Hier passiert nichts anderes als das, einmal Zeilen und Spalten. Das Ganze wird einmal geknickt, sodass diese Kategorien jetzt oben da stehen würden und die Zahlen hier an der Seite. Also damit habe ich dann diese Tabellenform nachgebildet. Wenn ich es baue, dann erkennt er das, oh, das ist ein Piechart. Das heißt, diese Daten, die ihm jetzt präsentiert werden, sind ein bisschen anders und von euren, wie auch immer, gelisteten, von eurer Suppe ist die Repräsentation dann automatisch generiert eine andere. Achso, aber Transpose die eigentliche Tabelle nicht? Die Tabelle ist, je nach, also vielleicht mag ich es besser, dass ich das so hinschreibe, weil es einfach einfacher das untereinander ist, wenn es eine ziemlich lange Tabelle ist, wenn jetzt, dann wird die nicht unendlich breit, sondern ich habe es nach unten und kann halt, habe den gleichen Effekt, also dass ich dann die Daten einfach verändere. Also es gibt es alles in der Dokumentation, das sind so ein paar kleine Sachen, also ihr könnt dann auch Data Type vorgeben und noch Überschriften hinzu generieren, wenn ihr das wollt, dann einfach in der Dokumentation dann einmal schauen. Genau. Und ihr könnt genauso eure Hervorhebungen hier machen, dass sich diese, ich weiß nicht, Eiweiß sind vielleicht die guten Stoffe. Das ist halt immer noch 31 Gramm, es ist aber Fett und das Ganze wird immer noch als Zahl erkannt, sodass es immer noch als im Diagramm richtig dargestellt wird. Soweit? Klar? Also die Idee ist halt, ihr schreibt eure Inhalte so einfach wie möglich und ihr Skript versucht daraus, das möglichst fancy vielleicht darzustellen. Also das ja, wie kann man das optimiert oder sowas machen? Wie geht der Data Principles-Befehl nicht? Hat sich oben das geändert? Das von PieChart? Nee, Data minus Transpose. Und das muss in so einen HTML-Kommentar. Also. Genau, also theoretisch könnt ihr auch sowas wie, wer jetzt HTML kann und das Ganze mehr formatieren möchte, in diesen Kommentaren könnte ich jetzt auch Style vorgeben. Das ist aber nur zum Zeigen jetzt diese. Mal gucken, ob es klappt, Background. Tut das? Nee. Background. Color. Ah. Okay, dann geht so was anderes. Color. Red, okay. Das geht. Also dann kann ich darüber tatsächlich auch Zusatz Styling-Informationen, IDs, was in HTML, was ich jeder Tabelle, jedem Attribut mitgeben möchte, kann ich auch so zusätzlich hinzufügen. Also das für den ganzen Block oder hinten angehängt für das Element. Das bloß so aber als Idee. Das ist im Idealfall, fangt ihr an einfach mit einem Text, vielleicht mit einfachen Notizen, die schreibt ihr nach unten drunter weg und dann werden die langsam immer mehr strukturiert, es kommt mehr Content vielleicht, mehr Zahlen, mehr Daten hinzu und so, dass das Dokument dann Stück für Stück dann wächst. Ich kann's mal. Sieht man das? Ja. Und hier Style, CSS, also alles, was in HTML möglich ist. Wenn man sich mit Styling ein bisschen auskennt, kann man so alles auch selber verändern. Und im normalen Markdown ist das ein HTML-Kommentar. Das heißt, es wird, wenn ihr es auf GitHub speichert oder woanders, dann taucht es nicht auf und stört nicht beim Lesen. In dem Sinne, das sind nur Zusatzinformationen, die wir in diesen HTML-Kommentaren verstecken. Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum richtigen Zitieren. Das heißt, manchmal möchte ich, das nennt sich Block Quote,
dann vielleicht auch etwas farblich hervorheben. Und hier haben sich die Autoren, also hier diesen Absatz, den möchte ich gerne hervorheben. Das heißt, das habe ich jetzt direkt aus Wikipedia, den obersten Eintrag für Buchstabensuppe dann herauskopiert. Dann möchte ich natürlich sagen, dass das ist vielleicht ein Zitat. Das heißt, hier gibt es diese Möglichkeit, hier muss man das aber in jede Zeile machen. Wir können es ja mal. Okay, die unteren lasse ich weg. Also Punkt, Punkt, Punkt. Wikipedia soll als extra Eintrag, als extra Block erscheinen. Das heißt, diese größer gleich kleiner Zeichen, je nachdem, von dem man es sieht. Also müssen wie bei der E-Mail. Man referenziert auf die davor. Das ist ja, das kennt ihr. Da ist es auch diese Syntax oder die Idee herkopiert. Das heißt, das Ganze wird einfach als Blockquote dann dargestellt. Hier unten mit Wikipedia, das habe ich hervorgehoben, indem ich hier einfach nur noch einen optischen Einschub gemacht habe. Das heißt, ich habe eine Sache mehr. Das Ganze wird als Blockquote dargestellt, gerendert, plus dass hier noch ein zusätzlicher Absatz ist. Es könnte auch eine Tabelle sein, es könnte eine Aufzählung sein. Also es könnte ja auch ihr könnt auch eine Blockquote in einer Blockquote in einer Blockquote noch verstecken. Also es wäre. Auch möglich. Dann aber nicht. Okay. Und dann gibt es noch eine LiaScript-Erweiterung. Das heißt, wenn das ein wirkliches Zitat ist, das eignet sich besonders für kurze Sachen, dann sieht das meistens so aus, dass ich vor die Blockquote dann 2 Minuszeichen schreibe und habe dann der und der hat das jeweils gesagt oder sowas. Also jetzt wäre hier der Wikipedia-Eintrag. Das wird dann bloß so ein eher zitatemäßig dann dargestellt. Also ich mache es ein bisschen größer. Also hier muss wirklich dann vor jede Zeile das Ganze sein. Hier ist bloß, wo die keine Zeilennummer ist, da ist bloß, dass der Zeilen, also der Umbruch ist, genau. Und dann hier mit 2 Minuszeichen und ihr haltet diese Darstellung. Also mache ich die wieder weg. Dann habe ich halt wieder nur meinen normalen Block und der nächste ist der nächste Block. Wie gesagt, Zitat ist mit 2 Minuszeichen davor. Dann haben. Soll ich euch, ich kann es euch in die kopieren in euren. Also ich habe es hier in den Editor kopiert, einfach so, dann könnt ihr es dann übernehmen. Das ist die Zitate-Variante. Also einfach in der letzten Zeile einfach ein Minus davor, zwei Minus davor als der und der hat das gesagt oder da habe ich das Ganze her. Genau. Wenn alle soweit sind, dann können wir zu Multimedia und den ersten LiaScript, ein paar anderen LiaScript-Erweiterungen kommen. Das heißt, wie ihr seht, bei der Quelle zum Beispiel, hier habe ich den Link einfach reinkopiert, wo ich das Rezept der Gemüsesuppe gefunden habe. Das heißt, Links werden schon automatisch erkannt anhand der HTTPS, www, typisches Pattern automatisch, aber ich möchte vielleicht das Ganze ein bisschen schöner benennen. Das heißt, es soll jetzt nicht diese riesen URL sein, sondern wie man das kennt, dass einfach ein Wort oder ein anderes Element dann auftaucht. Und da gibt es diese named link, wie sagt man, Variante, einfach einmal eckige Klammern und dann hier gebe ich dem, oder schreiben wir mal die Quelle da rein. Also das ist der Name, das was dargestellt werden soll und in einer runden Klammer einfach der Link dahinter. Wenn ich das Ganze jetzt hier eintrage, ja, dann ist es praktisch, wenn ich jetzt hier auf die Quelle klicke, in dem Sinne, dann lande ich dann dort auch bei dem externen Dokument. Und ihr könnt das Ganze auch wieder
hervorheben, also es kann innerhalb der Klammern passieren oder außerhalb. Genau. Also das ist ziemlich leicht, oder? Und verständlich. Also ihr könnt Google, es könnte jeder beliebige Link sein. Das Einzige, was hier noch für interne Links, was ihr verwenden könnt, ich möchte zum Beispiel hier im nächsten Link auf diese Bilder verweisen. Das heißt, ich mache das genauso. Ich mache nächstes Kapitel. Hier habe ich aber keine URL. Es gibt hier aber diese, das wird auch standardmäßig in HTML genutzt, dass ich hier diese eine Hashtag davor schreibe. Jetzt kann ich B.Leerzeichen wird durch Minus, B.1 Leerzeichen durch Minus und dann einfach Bilder schreibe, also die Überschrift dann einfach übernehme. Das kann, also es ist im Grunde egal, es kann groß geschrieben werden, es kann klein geschrieben werden, bloß Leerzeichen werden durch ein Minus dann repräsentiert. Und dann haben wir hier einen Link erstellt zum nächsten Kapitel, auf dem wir dann auch landen, also für die internen Verweise. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Links, wenn ihr draufklickt, dann sind das ein paar Bilder von Buchstabensuppen, also wie unser ganzes Menü dann tatsächlich auch aussehen kann. Wir möchten das natürlich nicht so stehen lassen, dass der Nutzer klickt, sondern wir möchten die Bilder gerne einbetten. Das heißt, die einfachste Möglichkeit wäre zum Beispiel, also das, was wir hier machen, ist einfach nur, dass wir diese Link-Syntax wieder nutzen. Ich nenne es mal Buchstabensuppe 1. Das ist der Link, passiert nichts. Das heißt, ich verweise immer noch auf das Dokument oder auf dieses externe Dokument oder auf das Bild etc. Wenn ich es aber einbetten möchte als Bild, dann gibt es in Markdown einfach diese Notation, also Standard Markdown, ein Ausrufezeichen davor. Das heißt, das ist ein Bild und das möchte ich gerne, dass du mir das einbindest. Und dann ist jetzt ein Bild von Buchstabensuppe in unserem Dokument erschienen. Das Ganze könnt ihr noch für die anderen Bilder machen. Ich nenne es mal abgekürzt, das sollte man eigentlich nicht machen. Ich habe denen immer noch einen Namen gegeben, also B1, B2, B3. Es könnte natürlich auch ein, es muss nicht unbedingt was drin stehen. Also sind dann unsere drei Darstellungen. Hier ist noch zu vermerken, via Script versucht immer das Bild, ich kann es mal größer machen, optimal zu platzieren. Und wenn ihr auf das Bild klickt, und das ist zum Beispiel größer, das heißt, es wurde runterskaliert, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, tatsächlich wie mit so einer Lupe dann drüber zu gehen und diese Details dann einzublenden. Okay. Einige würden jetzt vielleicht sagen, aber ich brauche doch diese, den Text jetzt gar nicht mehr. Ich kann das Bild ja auch einfach ohne irgendwas, machen wir zurück, ohne dass hier ein Text drin steht, einfach einbetten. Der wird ja nicht angezeigt. Aber hier muss man sagen, das ist einmal als Notiz für euch, was ihr seht, und aber, wenn es die Quelle vielleicht nicht mehr gibt, das heißt, ich verändere hier mal den Link, das heißt, diese URL JP gibt es nicht, dann erhaltet ihr das immer noch als Information Buchstabensuppe. Das ist Standard Markdown. Und dieser Text wird auch, deswegen sollte man hier sich Mühe geben bei der Generierung, was man eigentlich sieht, kurz beschreiben, weil das der Text ist, der Blinden zum Beispiel oder Sehbehinderten dann da also angezeigt wird. Der ist nicht nur für euch als Notiz gedacht, sondern der hat auch diese Zusatzfunktion. Also, ja klar, Sie sehen nicht das Bild, sondern nur diesen Alternativtext. Und noch ein kleines Feature, was ihr machen könnt, oder eine kleine Funktion. Wenn ihr einfach mit Leerzeichen, also URL, Leerzeichen und dann in Hochkommas dann könnt ihr noch so eine Art Titel, Untertitel vorgeben. Ich mach's mal Fick 1, Doppelpunkt, Buchstaben. Super.
Erkennt ihr das? So, also ich habe einfach hier noch hinzugefügt, also ein Leerzeichen direkt hinter die URL und dann in Hochkommas noch einen Untertitel hinzugefügt. Das ist dann praktisch noch einfach, wird es als Titel dargestellt, aber auch schön dargestellt als Untertitel. Das könnt ihr zu jedem Link noch hinzufügen. Geht es weit? Und jetzt? Ich kann sagen, ich will aber die Bilder jetzt nicht, ja, das ist ein bisschen Fille. Ich will die einfach nur als Beispielbilder darstellen. Also jetzt nur, ich möchte vielleicht nicht jedes anzeigen oder nicht jedes darstellen. Und hier seht ihr halt Bild, Leerzeile, Bild, Leerzeile. Das heißt, wenn ihr die Zeilen mal wegnimmt und einen quasi Paragraphen oder einen Absatz, der nur aus Multimedia-Inhalten besteht, generiert, dann bekommt ihr eine, ich mache es mal ein bisschen kleiner, eine Galerie, durch die ihr auch klicken könnt. Und das funktioniert, wie wir es gleich sehen werden, mit allen Multimedia-Inhalten, also je nachdem. Was ist, ja. Weil sonst wäre das, also das ist das Einzige, was für uns dann Sinn gemacht hat. Also ein Absatz mit Bildern ist vielleicht dann wirklich so eine Sammlung oder eine Collage oder eine kleine Galerie. Jetzt haben wir Bilder eingefügt. Wir brauchen aber vielleicht noch Musik. Das heißt, wenn das Menü oder wenn das Ganze dann gekocht ist oder während des Kochens, möchten wir das Ganze natürlich begleiten in unserem interaktiven Kochbuch. Also wenn ihr zu Musik, zum Kochen geht, hier ist das gleiche. Ich habe hier mal von Spotify und von SoundCloud mir zwei Links generiert. Ihr könnt auch selber zu SoundCloud gehen. Also damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich suche zum Beispiel, hat jemand einen Musikstil oder was er unbedingt beim Kochen hört oder beim Essen machen? Oder Jazz. Jazz. Genau. Mich zum Beispiel diesen, keine Ahnung. Das gefällt mir richtig gut. Das heißt, das, im Grunde ist es einfach nur die URL, die rauskopieren. Ihr geht zu eurem, fügt das hier als Link einfach ein, macht das gleiche wie vorhin. Also wir haben wieder, wir erfinden keine neue Syntax, sondern wir erweitern die ganze nur. Wir machen wieder einen ganzen Link, Jazz, das wäre der Link zum Jazz. Wir würden jetzt zum Dokument kommen. Wir möchten das Ganze aber nicht als Bild einfügen mit dem Ausrufezeichen, sondern da haben wir bei LiaScript dann gedacht, dass es einfach, wenn das Ausrufezeichen das Bild ist, vielleicht ist das Fragezeichen. Könnte man sich denken, sieht so ein bisschen aus wie ein Ohr vielleicht, dann für die Musik gedacht. Und so könnt ihr dann dieses Jazz einbilden. Und so dann, das können auch lokale MP3s sein. Oder andere Inhalte. Ich mache hier einfach mal. Und hier ist das Gleiche. Wenn es nicht auftaucht oder nicht dargestellt werden kann, dann wird dieser Text, der Alternativtext, dargestellt und Untertitel könnt ihr genauso hinzufügen. Der Barbier von Sevilla. Genau, der Barbier von Sevilla hat funktioniert mit Untertiteln. Jazz hat funktioniert, aber Spotify hat nicht funktioniert. Seht ihr das? Also das konnte nicht eingebunden werden. Wir haben da so eine gewisse Art Muster vorgegeben, aber normalerweise, wenn man bei Spotify schaut, ich kann es mal so machen, den Link hier. Okay, dann finde ich es nicht. Also meistens gibt es, wie ihr kennt das bei YouTube, diese Embed-Codes. Ich möchte das Ganze einbetten. Das ist halt, für Spotify ist das zum Beispiel nicht direkt ersichtlich. Ihr könnt aber immer noch als Escape-File für alle möglichen Arten von Multimedia, das zeigen wir dann noch, einfach zwei Fragezeichen davor nehmen. Das heißt, hier wird dann ein anderes Protokoll gefahren.
Es nennt sich, oder das Verfahren nennt sich U-Embed. Das heißt, wir haben eine komplette Liste, die wir pflegen mit solchen Mustern, wie man diese verschiedenen YouTube, Soundcloud und andere Plattformen dann einbetten kann. Also über 400 in dem Sinne. Manche geben das aber nicht frei. Die liefern das aber mit als Meta-Information im Head ihrer HTML-Seite. Das heißt, das erste Mal wird in der Skriptdatenbank, die bei euch dann im Browser funktioniert, nachgeschaut, kenne ich diese URL-Pattern, okay, dann baue ich diesen Embed-Link oder das Einbetten dementsprechend nach. Ansonsten frage ich bei der Webseite nach, sieht ein bisschen anders aus, wie muss ich dich denn einbetten? Dann kommen diese Meta-Informationen mit, das bette ich ein, kommen keine Meta-Informationen mit, das sehen wir dann noch, dann wird es zumindest versucht als iframe einzubetten, sodass man es immer noch darstellen kann. Das muss man dann aber immer überprüfen, ob die Webseite das zulässt. Nicht jeder Webseite oder Webseiteninhalt möchte in einer anderen Webseite dargestellt werden. Also das ist bloß die Idee dahinter. Jetzt können wir auf dieser... Genau. Und wenn ihr daraus eine Galerie machen wollt oder eine Playlist, dann habt ihr das genauso wieder mit, wenn es ein bisschen besser aussieht, den Barbier von Sevilla. So weit, so klar? Also einfach, oder? Ja. Genau. Jetzt haben wir das, damit wir der Vollständigkeit halber noch die anderen Sachen machen. Wie bette ich Videos ein? Das heißt, lokale Videos, die ich vielleicht auf meiner Festplatte liegen oder die in meinem Repository sind, die gebe ich nicht als HTTP-URL an, sondern dann lasse ich diesen, da gebe ich nur die Datei an. Relativ zu meinem Markdown-Dokument. Aber bei Videos ist die Idee praktisch ähnlich. Wenn das Ganze als Video eingebettet werden soll, dann ist die Idee, das sind Bilder und Ton, also Ausrufezeichen und, wie kennt man das? Ausrufezeichen und Fragezeichen. Und das Video ist eingebettet. Und das Ganze sollte dann responsive sein. Das könnt ihr auch mit mehreren Videos und mit Audioinhalten in einer Galerie verbinden. Und das Ganze geht natürlich noch mit mehr Sachen. Also ich habe hier noch ein paar Links eingefügt für 3D-Modelle zum Beispiel von Sketchfab. Oder ihr nehmt eine Simulation von Colorado. Also hier wäre die ganze Sache, die Idee. Hier weiß ich nicht. Das ist kein Video, das ist irgendwas. Ich möchte einfach nur, dass es eingebunden, das Lea-Skript versucht, das einzubetten. Also wieder zwei Fragezeichen. Versuch, kannst du die, das ist einfach nur der Link wieder rauskopiert, kannst du den Inhalt, der da dargestellt wird, praktisch wieder einbetten. Also zwei Fragezeichen. Versuch, irgendeine Strategie zu fahren. Ich gehe mal zum nächsten Dokument und habe dann hier tatsächlich ein 3D-Modell. Suppenschüssel geladen, einer antiken, also das Ganze gibt es noch mit, also bei Sketchfab zum Beispiel mit medizinischen Daten von Verdauungsorganen oder wie das Auge funktioniert, die man da nutzen könnte, muss man natürlich auch auf die Lizenz gucken oder hier geht es darum, wie, das war eine Simulation bezüglich des Wasserkochens, das heißt, wie erhitzen wir unsere Suppe dann richtig, das heißt, oder was passiert dann? Also es ist von Fett Colorado Edu eine Sammlung von verschiedenen Simulationen, die auch geteilt werden können oder die auch eingebettet und im Unterricht frei genutzt werden können. So als Idee. Wenn ich das Ganze wieder als Galerie machen möchte, dann wird es genauso dargestellt. So, das war es praktisch von Einbettung von Multimedia-Inhalten. Soweit, so klar. Dann haben wir, ich glaube, das war ein bisschen viel Tobak. Also ich würde das jetzt erstmal setzen lassen. Danach würden wir zu den praktisch, also wie ich daraus, ich habe jetzt nur ein statisches Dokument wieder gemacht mit ein paar interaktiven Inhalten. Wie kann ich das Ganze auch machen, dass es als Präsentation genutzt werden kann, Animationsschritte einbauen. Das würde ich im nächsten Blog dann zeigen und Sebastian, der jetzt anwesend ist, könntest du nochmal die, also vom Zug gekommen, gerade live hierher gerannt, könntest du nochmal die Einleitung nachholen?
Die war auf. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie diese Kurse überhaupt verteilt werden. Also das fehlt ja, also ich habe bloß in unserem Repository, da gibt es diesen Motivation, diese ND-Datei, die ist nichts anderes als, so wird das dann von GitHub gerendert dargestellt, wenn ich es kleiner mache, das ist diese Markdown-Datei. Das, was ich brauche, ist, braucht den Zugriff auf die reine Textdatei. Also ich klicke hier zum Beispiel auf das Word-Dokument, und das könnte genauso bei euch in der Nextcloud liegen, auf GitLab, auf irgendeinem Webspeicher, den ihr irgendwo habt. Und es muss einfach nur die URL zu diesem jeweiligen Textdokument. Das heißt, hier wird das GitHub.com, geht auch zum Beispiel auf die LiaScript-Seite. Und fügt das Ganze einfach hier ein. Situation ist einfach nur die URL. Also dort befindet sich dieses Textdokument oder dieser Kurs, den ich angezeigt haben möchte. Ich drücke auf Laden. Und was passiert? Also ihr könnt auch diese URL direkt weiter, oder kann ich euch gleich mit euch teilen. Also hier ist einfach nur /Kurs/Fragezeichen. Ja. Und da kommt die URL gleich eures Textdokuments, das irgendwo liegen kann. Das heißt einfach nur der Browser oder diese Web-App, die JavaScript-Webseite sagt, hier ist der Link zu dem Kurs, den ich gerne angezeigt habe, den ich möchte, dass du jeweils den Leuten anzeigst, mit denen ich das teile. Und dann teilt ihr einfach nur diese URL. Also ich könnte das jetzt mit euch auch hier einfügen. Das ist der Link, den ihr klicken könnt und ihr kommt zur gleichen Darstellung wie, wenn ich es wiederfinde. Ich probiere es nur noch rein. Genau. Und da ist noch eine, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Der Kurs ist hier. Und das noch als Vorgeschmack für später. Es gibt diese Übersichtssache. Das heißt, hier sind alle Kurse, die ich mal geöffnet habe, sind damit im Cache hinterlegt im Browser. Das heißt, selbst wenn ihr offline seid, öffnet die Seite, die dann auftaucht, kommt, es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil der Browser versucht, ich versuche mich trotzdem zu verbinden. Nein, es klappt nicht. Ich hole im nächsten Schritt das Ganze aus dem lokalen Browser-Cache. Und diese Kurse, die ihr geladen habt, mit euren Quizzen, mit den Zuständen, die werden auch alle im Browser gespeichert. Das heißt, ihr könnt ja auch wieder, also hier die Dokumentation, Kochbuch, Buchstabensuppe etc. oder dann wieder aufrufen, sodass ihr eure eigene kleine Bibliothek so habt, die ihr erweitern könnt, teilen könnt, indem ihr. Ist klar? Okay, dann übergebe ich. Okay. Wir haben jetzt die Besonderheit, dass wir bedingt durch mein verspätetes Ankommen letztendlich mit dem Abstrakten an dieser Stelle starten. André hat euch also ein Bild dazu gegeben, was von unserem Verständnis LiaScript von der Semantik, von der Syntax her ausmacht. Und ich möchte jetzt mal versuchen zu erklären, warum das Ganze. Denn das ist immer so die Frage, die sich neben der Erkenntnis, hey, das ist eigentlich ganz cool, um bestimmte Inhalte interaktiv aufzubereiten und unter meinen Studierenden zu verteilen. Aber ich kann es ja auch möglicherweise mit einem Moodle, ich kann irgendeine H5P-Implementierung und so weiter verwenden. Und ich möchte mit meiner Einführung ein wenig erläutern, was da unsere Gesamtidee dahinter ist. Die Motivation hatte André sich ja schon erläutert, auch was wir an dem heutigen Nachmittag vorhaben. Deshalb springen wir gleich mal auf die Idee, was steckt hinter OER und was ist unsere spezifische Sicht. Also die Idee, dass jeder Lehrende außerordentlich motivierende interaktive Lehrmaterialien einbetten möchte, ist, denke ich, klar. Nur sind wir leider alle in dem täglichen Alltag auch beschränkt in unseren Möglichkeiten. Sprich, es soll in einem überschaubaren Rahmen sich
spielen und dabei eine Balance wahlen zwischen den Zielstellungen, die ich für mich selbst gestellt habe, die vielleicht auch meine Studierenden im Hinblick auf sich weiterentwickelnde Lernprozesse stellen und auf der anderen Seite dem, was ich von meinen Informatikfähigkeiten, von meinem Zeitverständnis dann auch investieren kann. Naja, und dann geht das Ganze noch weiter. Jetzt könnte ich ja sagen, gut, super, irgendwelche YouTube-Videos, die sind so gut gemacht, zum Beispiel aus Aachen in der Informatik, die kopiere ich einfach zusammen und erkläre, das ist jetzt mein Lernmaterial. Aber wahrscheinlich haben die Kollegen in Aachen andere Schwerpunkte, zum Beispiel bei der objektorientierten Programmierung, als wir sie selbst setzen wollen. Das bedeutet, so richtig passend tun die Inhalte nicht. Und deshalb möchte ich sie eigentlich überarbeiten und auf diese didaktischen Ziele meiner Veranstaltung anpassen. Heißt in der Übersetzung, ich fange an, aus den Videos kleine Schnipsel rauszuziehen, die dann doch wieder umzubauen. Wir haben gesehen, das funktioniert vielleicht ganz gut, macht aber viel Arbeit. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich habe diese wunderbare Vorlesung von der Sorbonne und da hat jemand nun auf Französisch das Ganze eingesprochen, dann fällt es schon aus, denn nur wenige Studierende werden dann bereit sein, das mit einer Fremdsprache und Untertiteln und so weiter, vielleicht sogar, wenn die noch gar nicht da sind, über sich ergehen zu lassen. Das heißt, eigentlich suchen wir nach Formaten, und da geht schon so ein bisschen der Ausblick, nach Formaten, die es uns erlauben, Daten, Lehrinformationen, Lehrmaterialien untereinander auszutauschen. Und dann kommt mit dieser Frage nach interaktiv noch eine Ebene dazu. Denn wir wollen das nicht alleine tun. Wir können, das haben wir gerade gesehen, sehr cool irgendwelche dreidimensionalen Objekte einfügen. Wir werden gleich noch sehen, dass man interaktiven Code, Simulation, alles Mögliche, was mit ein bisschen JavaScript in LiaScript integrierbar ist, hier einbetten kann. Aber das sind auch alles Dinge, die haben wir auch bei weitem nicht alleine implementiert, sondern da gibt es eine Community dahinter. Da ist jemand aus Chemnitz, der vom Maschinenbau sagt, er braucht eine Mehrkörpersimulation. Und dann haben die sich hingesetzt und haben ein entsprechendes Modul gebaut. Oder wir haben für unsere Kollegen aus der Chemie ein entsprechendes Periodensystem, das da irgendwelche fancy Dinge tun kann, vorbereitet, sodass diese das eben in ihre Lehrveranstaltung integrieren können. Das heißt, all diese technischen Herausforderungen bzw. die Erstellung der Materialien selbst muss ich ja nicht alleine umsetzen, sondern es gibt an vielen Hochschulen, international auch bitte denken, Lehre, die sich in einer ähnlichen Rolle, insbesondere bei den Grundlagen befinden, wo der Gedanke von OER, die Vision von OER ja ist, dass man die auch zusammenbringt und gemeinsam an Materialien arbeitet und damit eine permanente Qualitätsverbesserung bewirkt. Das heißt, ich möchte mir möglicherweise wichtige Anregungen zu der eigentlichen Aussage der Materialien holen und auf der anderen Seite dann auch nicht alle technischen Herausforderungen selbst lösen. Jetzt sieht man hier, dass in dem kopierten Modell, hier ist ein Anatomiemodell hinterlegt gewesen, offenbar der Link sich geändert hat, das was André geschrieben hat. Und dann wird durch die entsprechende Notation, die ich verwendet habe, angezeigt, hey, stimmt was nicht, müsstest du nochmal nachbessern. Und das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie man jetzt, ich bin jetzt der Kollege, ich schaue da drauf und erkenne, dass bei Herrn Zug aus Freiberg dort ein entsprechender unsauberer Link besteht, dass wir den gemeinsam korrigieren. Open Educational Resources sind aus Sicht der Informatik eine uralte Geschichte. Zweierlei Hinsicht. Zum einen uralt, bedingt durch die Historie 2002 von der UNESCO als thematische Zielstellung formuliert, in verschiedenen Anläufen auch konkretisiert und mit Programmen unterlegt. Hat es also verschiedene Hintergründe. Zum zweiten uralte Geschichte aus Sicht der Informatik. Wenn man sich mal die gesamte Open-Source-Community anschaut, dann passiert da ja schon sowas Ähnliches. Da gibt es Menschen, Hunderte, Tausende Menschen, die gemeinsam an einem Betriebssystem Linux arbeiten. Und offenbar gelingt es dort, was eine Vision von OER darstellte, nämlich die kooperative Erarbeitung von sehr mächtiger, sehr komplexer Software. Kleiner Unterschied aber dazu, das ist nämlich nicht ganz so richtig, wenn man das auch manchmal auf Konferenzen hört, diesen Vergleich. Die Damen und Herren dort haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen den Linux-Kernel in bestimmten Richtungen entsprechend schärfen, verbessern.
bei den OER, bei den Lehrmaterialien, ist ja durchaus erwünscht, dass wir in die Breite gehen. Dass es also von objektorientierter Programmierungsvorlesung durchaus mehrere gibt, die sich aber gegenseitig stimulieren und Unterstützung liefern. Das heißt, da ist die Perspektive, dass alles am Ende in einer neuen Version münden will, gar nicht gegeben. Zwei Perspektiven aus der Informatik. Interessant bei dem Ganzen, wenn man jetzt auch die üblichen Definitionen sich mal anschaut, wie sich das verändert hat. Ich erinnere mich, vor 10 Jahren vielleicht war die Idee, ja, ich habe mein PDF, ein Lehrbuch geschrieben, ein Skript geschrieben oder ähnliches, ich habe das als PDF veröffentlicht und das ist jetzt ein ganz tolles Open Educational Resource. Mhm. Wiederum die Einschränkung, ich habe ähnlich einem Video, habe ich dieses PDF und ich gebe es meinen Studierenden oder ich gebe es ihnen nicht. Ich kann es ihnen geben, muss dann bestimmte Bereiche angeben, die thematischen Schwerpunkte bedienen, die ich vielleicht mit meiner Vorlesung abdecken möchte. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, das Ganze in einem editierbaren Format zu selektieren, vielleicht neu zu arrangieren, um ein spezifisches Format für die Wissensvermittlung vorzubereiten, das Ganze in Quizze zu integrieren und so weiter. Sondern ich habe mit PDF ein definiertes Format. Da ist zumindest in meiner Wahrnehmung auch ein echter Wandel da, sprich wir suchen nach Formaten, um die einmal erzeugten Materialien entsprechend austauschbar und wiederverwendbar zu machen. Das sind dann eben auch die wichtigen Punkte, diese Verarbeitbarkeit, Verwendbarkeit in einem entsprechenden Lernkontext. Man sollte das Ganze vervielfältigen und verteilen können. Und dann die Vermischung und Verbreitung. Das ist auf so einem ganz abstrakten Niveau ja auch das, was in unserem Verständnis sich als OER darstellt, nämlich dass wir ja ohnehin schon vom Steuerzahler bezahlt wurden, um unter anderem die Lehrmaterialien zu erzeugen. Und dann sollte auch jeder einen Zugriff darauf haben und gleichzeitig eben damit dazu beitragen, dass die Qualität des Ganzen immer weiter gesteigert wird. Entsprechend euphorisch hier noch 2018 dann auch die Ideen, das Auslöser für neue Innovationen, Lehrformen. Aber so richtig startet das Ganze noch nicht durch. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen vielleicht mal mit Twillo oder OERSI mal die üblichen Datenbanken angeschaut haben. Wir haben da relativ intensive statistische Untersuchungen auch damit gemacht. Ich komme gleich noch am Beispiel des ja, bei uns sächsischen Opals dazu, welche Konsequenzen das hat. Letztendlich ist es eine sehr technikgetriebene Community, die dort wirkt und sie ist relativ fokussiert auf einige wenige Akteure. Sprich, OER ist in der Breite noch nicht angekommen und das hat verschiedene Gründe, die wir auch glauben, zumindest teilweise mit dem LIA-Skript-Ansatz adressieren zu können. Was sind so Kritiken? Und da haben wir herrliche Feedbacks bekommen, auch bei Veranstaltungen so wie dieser hier heute, die man dann im Uni-Kontext durchführt. Die reichen von so einer eher emotionalen Einordnung, so würde ich es mal beschönigend nennen. Da kann ja jeder meine Arbeit nutzen. Ich habe die bisher immer als PowerPoint mit Passwort, PDF mit Passwort nach außen gegeben und bitte nur meine Studierenden, nur die eingeschriebenen Studierenden und so weiter als Leserkreis dann vorgesehen gehabt. Da kann mich ja jeder kontrollieren, das ist die zweite Ebene. Was ich unbestreitbar nicht von der Hand weisen möchte, ist die Aussage, dass es eben eine Frage vom Urheberrecht gibt. Das man beachten muss. Wir werden gleich mal sehen, zumindest an einigen kleinen Beispielen, wie man damit umgehen kann. Zwischenzeitlich gibt es unter anderem auch hier aus Aachen einige sehr schöne Arbeiten, die sich mit dieser Gesamtfrage beschäftigen, die dann automatische Vorschlagssysteme mit einbetten und einen unterstützen, dann die entsprechende Zitation zu realisieren, die Hinweise auf die verwendete Lizenz und so weiter dann ordnungsgemäß umzusetzen. Was ich nach wie vor problematisch finde, da werden mich sicherlich einige korrigieren, die mit Feuereifer an den Datenbanken mitarbeiten, ist die Auffindbarkeit. Wenn ich ins OERSI gehe und Object-Oriented Programming oder ähnliches suche, ja, dann bekomme ich einige Auswahl. Aber dann fängt die Suche an und ich muss letztendlich manuell erfahren, sind das denn die Inhalte, die für mich aus meinem Hintergrund, aus meinem Wissensschatz oder beziehungsweise der Projektion auf die Studierenden geeignet sind, um sie weiter zu verarbeiten. Und das ist ziemlich mühselig, mich dadurch jeden Kurs zu klickern, erstmal zu schauen, ob ich das Format lesen kann, da ist mal was im H5P und dann habe ich irgendein SCORM-Paket oder ähnliches, das heißt, die muss ich gegebenenfalls erst umwandeln, mir anschauen. Dann erkennen, dass das eher fürs höhere Masterniveau oder hier haben wir mal einen PhD-Kurs oder das ist eher etwas für Schüler. Sprich,
es fehlt letztendlich nicht nur an generellen Metainformationen, sondern auch einer hinreichenden Spezifik, um eine Kategorisierung der Materialien zu ermöglichen. Letzter Punkt, und das bezog sich dann in den Feedbacks ganz konkret auf LiaScript. Da muss man ja Informatik studiert haben, um das realisiert zu bekommen. Informatiker würden jetzt bei dieser Beschreibungssprache wieder sagen, es ist kein Programmieren, es ist ja eine Auszeichnungssprache, die keine automatisierten Abläufe in dem Sinne beschreibt, sondern Inhalte darstellt, mit einer bestimmten Semantik. Und das ist aber eine Hürde, die man, insbesondere wenn man jetzt aus dem nicht-technischen Kontext kommt, dann erstmal nehmen muss. Ich glaube aber, hat André mal eine sehr schöne Studie dazu gemacht, wie lange dauert es, um ein Quiz in Moodle, in den üblichen Ilias, Opal und so weiter Anwendungen zusammenzuklickern. Und das unterschätzen auch die meisten, wie viel Aufwand in die herkömmlichen Lernmanagementsysteme gesteckt werden, immer unter der Prämisse, dass ich dann allein für die Inhalte verantwortlich bin und das auch noch diesen bisweilen etwas spröde daherkommenden Systemen vermitteln muss, was ich da gern von ihnen hätte. Also wir versuchen letztendlich, und das ist auch so ein bisschen die Botschaft, so einen Mittelweg zu gehen zwischen der Komplexität, die HTML mit all den Möglichkeiten mitbringt, vielleicht auch LaTeX im Hinblick auf die Darstellung wissenschaftlicher Inhalte, auch das sind ja Beschreibungssprachen, und dem, was ich auf der anderen Seite habe, wo ich nur mit der Maus umherflutsche und dann die zugehörigen Dokumente strukturiere, H5P, irgendwelche Animationen einbaue und so weiter. Wir werden gleich sehen, warum dieser Fokus auf eine textuelle Darstellung so wichtig ist. Aber man kann, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn man sagt, natürlich, wenn ich eine sehr geschlossene Entwicklungsumgebung habe, bedeutet das auch, dass ich aus der nicht wieder rauskomme. Ein H5P-Dokument zu exportieren funktioniert, wenn ich einen Exporter für Moodle und so weiter habe, aber das dann in einen anderen Kontext zu überführen, wird schwierig. Abgesehen davon, dass ich Formen der Zusammenarbeit, wer das schon mal gemacht hat, gemeinsam mit Kollegen an einem solchen integrierten Dokument, egal ob es jetzt ein Moodle-Kurs ist oder H5P, wer da gearbeitet hat und sich dann gewundert hat, was hat sich denn da jetzt verändert, was haben denn die Kollegen gemacht, und dass die Nachvollziehbarkeit ist in der Situation nicht gegeben, während das eben bei einem Textdokument, so wie André das gerade auch gezeigt hat, sehr gut möglich ist und auch automatisiert möglich ist. Schnittstellen, hatten wir gerade gesagt oder hatten wir auch schon gesehen. Ja, interaktive Lehre braucht eine ganze Menge an Tools, die ich eben domänenspezifisch in ein Lern-Setup hineinziehen kann. Ein Periodensystem, mathematische Darstellung, Diagramme und so weiter haben ihre Berechtigung. Und auch da wieder eben die Antwort auf die Kritik, ja, das kann der Einzelne nicht leisten, weil es einfach zu viel Aufwand bedeuten würde. Aber in der Community kann man einen entsprechenden Katalog von Schnittstellen bereitstellen, die dann an anderen Stellen genutzt werden können. Ich versuche diesen Gedanken mit dem Text nochmal aufzugreifen, und das ist so vom Verständnis her auch eine wichtige Sicht. Warum nutzten die Informatikprojekte, die eben große Softwarepakete verwalten, für diese ganzen Beschreibungen, für die Diskussionen unter den Mitstreiterinnen und Mitstreitern Markdown als Beschreibungssprache? Das haben Sie ja jetzt schon gesehen oder kennen es vielleicht auch aus den üblichen Tools, WhatsApp oder irgendwelchen Chatprogrammen. Ich kann also durch spezifische Symbole die Bedeutung eines Abschnittes hervorheben, also zum Beispiel eine Zitation daraus machen, eine Bildreferenz oder ähnliches. Warum ist das so geläufig? Nun, weil das Textdokument selbst dadurch ähnlich wie ein Code sich darstellt, sprich ich kann überwachen, welche Änderungen denn realisiert wurden. Und das ist eine der Herausforderungen, die wir auch gerade noch beim OER-Kontext sehen. Wer hat denn wann was verändert? Wer sollte also auf unserer Autorenliste entsprechend mit auftauchen? Und welche Änderungen waren vielleicht nicht ganz so sinnvoll für eine spezifische Hörerschaft, wo wir also das Rad wieder gern zurückdrehen wollen, um den Status quo zu generieren? Ich habe das hier mal so ein bisschen dargestellt an so einem Textfile, was hier oben einfach eine Überschrift bekommen hat, um wieder anzudeuten, OER-Materialien brauchen Metainformationen, damit sie überhaupt verwendbar sind, weil niemand den ganzen Kurs durchackert, um zu erkennen, oh, es geht um deutsche Literatur. Naja, wenn der Grundgedanke, die Goethe-Reise, allen sich aufgefallen, fand nicht 1756 statt, sondern da war ein Fehler eingeschlichen und da hatte offenbar jemand ein schnelles Auge dafür und hatte das korrigiert. Das heißt, unser Textdokument ist
und das irritiert die Studierenden immer, wenn ich das in der Vorlesung erkläre, ist ein lebendes Dokument. Es wird sich also auch im Rahmen einer Vorlesungsveranstaltung verändern. Sprich, da ist ein Typo aufgetaucht, da habe ich vielleicht während der Vorlesung realisiert, dass ein bestimmtes Codebeispiel, eine Visualisierung oder ähnliches sich doch nicht so gut eignet, wie ich das mir mal irgendwann überlegt habe, und passe diese an. Das heißt, die Inhalte sind in einem kontinuierlichen Fluss über den Versionen und man sieht dann auch schon, das freut mich immer wie ein Schneekönig, dass auch andere diese Änderungen mitmachen, sprich von meinen Kursen dann entsprechende Kopien erzeugen und die aus einer anderen Motivation heraus, teilweise etwas zweifelhaft, teilweise sehr gelungen, modifizieren. Das heißt, wir haben jetzt es mit einem Textdokument zu tun, das wir dann auch automatisch übersetzen können. Und nachher wird es, und da gab es von Kollegen aus Australien sehr schöne, witzige Blog-Einträge dazu. Die Texteinträge kann ich auch relativ komfortabel generieren von den üblichen AI-Tools und entsprechend ausfüttern lassen. Und die haben dann sehr schön gezeigt, wie man also für Lea entscheidende Hilfe sich von den üblichen Plattformen holen kann. Schauen wir mal auf die Kriterien, über die wir zunächst gesprochen haben im Hinblick OER. Verfahren vervielfältigen ist mit einem Textdokument super einfach möglich. Wenn ich mir mal anschaue, wie groß ein leeres PowerPoint-Dokument ist, wo noch nichts drinsteht, bis auf Titel und die Überschrift, die Unterüberschrift als Platzhalter, dann bedeutet das, dass ich mit einem Textdokument eine ähnliche Inhaltsaussage wesentlich performanter darstelle. Ist in vielen Ländern der Welt wegen der guten Internetverbindung überhaupt kein Problem. Aber wir haben bei eLearning Afrika zum Beispiel gelernt, dass es dort sehr wohl ein Problem darstellt, dass Internetzugänge immens teuer sind und vor dem Hintergrund, dass man natürlich Bildung für alle öffnen möchte, dann solche Details auch von großer Bedeutung sind. Ein anderer Aspekt, das was André schon angedeutet hat, ein Textfile kann ich einfach im Hintergrund meines Browsers cachen. Das heißt, der wird einmal geladen, wenn ich eine Internetverbindung zum Beispiel in der Schule hatte und kann dann zu Hause an dem Dokument weiterarbeiten, also mir die Inhalte entsprechend erschließen. Großer Vorteil gegenüber H5P, Moodle und so weiter, brauche ich permanent eine Internetanbindung, was sich natürlich dann auf die entsprechende Darstellung auch auswirkt oder verwenden. Das heißt, analoge digitale Verteilung sollte an Studierende relativ unkompliziert werden. Interessant von der Perspektive, wir hatten ganz am Anfang auch Google Analytics im Hintergrund zu laufen, bis uns dann jemand sagte, mach das mal lieber aus, gehört sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer die Kurse wie benutzt, also welche Autoren es gibt, aber eben auch welche Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob meine Studis vorgestern sich die Vorlesungsunterlagen nochmal intensiv angeschaut haben oder eben nicht. Es ist eben nur ein einfacher Download, der nicht protokolliert ist und alles andere passiert auf deren Rechner. Und das ist dann im Unterschied auch zu der Annahme, die bei vielen tief verwurzelt ist. Ich möchte kontrollieren, was unsere Lernenden so tun. Habe ich denn beim Moodle-Kurs dort an den richtigen Stellen ein Häkchen gesetzt und so weiter. Also eine Lernstandsevaluation durch eine entsprechende Analyse unterstützen, was zumindest nach meiner Auffassung dann auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Verarbeitung ohne zusätzliche Software, wichtiges Argument. Ich brauche also weder irgendein Online-Tool, mit dem ich permanent mit dem Internet verbunden bin, um das überhaupt verwenden zu können, wie es bei einigen Grafiktools zum Beispiel der Fall ist. Bei der Textdarstellung, die kann ich mit einem beliebigen Editor anpassen. Sie hatten das ja jetzt hier schon gesehen, kleine Anekdote am Rande. Nachdem wir bei den Tutorials den Editor auf einen weißen Hintergrund umgeschalten hatten, verlor sich auch so ein bisschen der Eindruck des Programmierens bei den Hörerinnen und Hörern, sodass wir die dann zumindest dem Gefühl nach besser abgeholt haben. Also da sind interessante interdisziplinäre Perspektiven zu beachten, wenn man eine solche etwas andere technische Lösung versucht zu verbreiten. Vermischen, klar, wir kopieren das einfach zusammen aus dem Text, das ist, denke ich, unser allertäglich Arbeit mit Copy und Paste und verbreiten, naja, da gibt es eine ganze Menge Tools, wo ich also zum Beispiel mit Pandoc dann aus einem Textdokument PDFs, HTML, Webseiten und so weiter erzeugen kann. Traumhaft. Jetzt würde man sagen, okay, ein reines Textdokument erfüllt also unsere Kriterien, die wir mit der OER-Vision verknüpfen, unmittelbar. Da
poppt ja in Ihrem Hinterkopf sofort ein Widerspruch auf. Textdokumente können sicher Informationen umfassen, sie können sie aber nicht, ich würde es mal vorsichtig, mit zeitgemäß wiedergeben darstellen. Es fehlen uns wichtige, auch liebgewonnene Möglichkeiten, Quizze, die interaktiven Elemente, Bilder, so wie wir sie gerade gesehen haben, oder die Musik zu unserem Kochkurs. Das heißt, ja, wir haben eine gewisse Bestätigung im Hinblick auf den Kriterienkatalog, müssen diesen aber im Grunde erweitern. Müssen diesen erweitern im Hinblick auf zwei zentrale Punkte. Wir wollen nämlich zum einen aus dieser Kette von immer neuen Versionen ein und desselben Materials Mittel und Wege finden, um eine Verwaltung und Versionierung umsetzen zu können. Wer war beteiligt, welche Änderungen hat es gegeben, damit man das entsprechend auch fusionieren kann. Kommen Sie aus dem Softwarebereich oder kommen Sie aus der Informatik oder haben Sie nicken ein bisschen Kopfschütteln? Gut, Softwareentwicklung ist kein stringenter Prozess, sondern da haben wir durchaus auch mal jemanden, der eine wirklich coole Idee hat. Die wird dann implementiert und zwischenzeitlich entwickelt sich unser Projekt ja auch weiter. Das kann man eins zu eins auf unsere OER-Implementierung sehen. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, diese zwei Entwicklungsstränge zusammenzuführen. Das heißt, wir mergen deren Inhalte. Und wenn Sie dann sehr viel Overhead in Form von Beschreibungen, HTML-Code, weiß der Fuchs was, in einem H5P-Moodle-Dokument mit dabei haben, dann wird es unglaublich schwer. Wenn wir uns mit einem Textdokument allein darauf fokussieren, die Inhalte in diesem Zusammenbringen zu berücksichtigen, geht das wesentlich einfacher und dafür gibt es super gut zu nutzende Tools. Auch das von unserem Textfile gut abgedeckt. Ich habe jetzt immer noch den Link zu Moodle, Opal und den ganzen Lernmanagement-Plattformen, wo Sie ja selbst auch durchlaufen können und sich nochmal mit den Plus- und Minuszeichen hier eine entsprechende Bewertung vornehmen. Wo unsere Textfile-Implementierung grandios scheitert, ist das, was ich bereits andeute. Das Ganze motivierend zu verpacken, ist damit nicht möglich. Wenn wir unseren Studierenden allein mit einer solchen Darstellung gegenübertreten, wird das als nicht zeitgemäß dargestellt. Das heißt, wir bräuchten letztendlich eine Mischung aus der Möglichkeit, interaktive Inhalte mit einer textuellen Form zu kombinieren. Und nichts anderes ist letztendlich LeaScript. Das soll jetzt so ein bisschen den Bogen von der grundsätzlichen Idee spannen. Wichtige Überlegung dabei auch, so wie ein Textdokument relativ gut transformierbar ist, sind dann eben auch die LeaScript-Materialien gut transformierbar. Ja, da gibt es sehr viele Akteure, die im Bereich der Standardisierung aktiv sind, die SCORM, IMS und ähnliche Plattformen oder Standardformate postulieren, um dann eben aus einem Moodle heraus das Ganze überführen zu können. Wer da im Detail schon mal damit gearbeitet hat, wird wissen, dass es da viele Fallstricke gibt und entsprechende Probleme, die sich einfach aus den jeweiligen inneren Strukturen der LMS auch ergeben. Wenn ich aus einem relativ einfachen System herkomme, unser beliebtes Textfile, und das Ganze dann eher in die Richtung der Lernmanagementsysteme überführen möchte, vereinfacht sich der Prozess und wir können das sicher auch im Nachgang noch mal kurz zeigen, wie der Exporter für SCORM und so weiter für ein LeaScript-Lernmaterial dann auch ausschaut. Metadaten, das habe ich hier unten versucht mit dem Feld anzudeuten, sprich wir brauchen die notwendigen Informationen und da können wir auch gerne im Nachgang noch mal drüber diskutieren. Zumindest von den Ideen haben wir da einige Überlegungen entwickelt, wie man auch konkrete Lehrziele in ein solches Dokument, in Anführungsstrichen verborgen, einpflicht, um dann darauf aufbauend die entsprechende Abfrage umzusetzen, für welchen Lernpfad, für welchen Lernenden sich denn das Ganze eignet. Können wir vielleicht im Nachgang auch nochmal diskutieren. Und wir brauchen eine offenkundige Versionierung, denn, naja klar, jeder freut sich, wenn er seinen Namen, nachdem er da viel Aufwand in ein Material investiert hat, dann auch wiederfindet in den Sammlungen der Autoren, um dort eine entsprechende Sichtbarkeit zu entfalten. Ich habe es, wie gesagt, jetzt nochmal so zusammengefasst, transformierbar, um in unterschiedlichen Wiederverwendbarkeitskontexten sichtbar zu werden. Wir brauchen die Metadaten, um auffindbar zu sein, was für Textdateien, die man einfach parsen kann, relativ gut funktioniert und eine Versionsverwaltung. Das ist die Wunschliste. Wir gehen mal eins weiter und schauen uns das an, wie die Welt gerade aussieht.
ich hatte ja schon angedeutet, diejenigen von Ihnen, die das vielleicht schon mal probiert haben. Ich bin gleich durch. OERSI liefert ja letztendlich eine große Datenbank. Probieren Sie das auch mal aus. Die Schwierigkeiten liegen dann darin, dass, jetzt kommen wir wieder zurück und ich folge der Mahnung von Herrn Dietrich, dass die Materialien hier in der Analyse mal für Opal in der Häufigkeit sich in den Materialtypen sehr beschränkt darstellen. Das Überwiegende sind, zumindest im Opal, da haben wir es sehr definiert, sehr detailliert untersucht, PDFs, JPEGs, MP4s und so weiter. Das heißt, dieser Wunsch der Wiederverwendung ist dort gegen Null gerichtet. Und das andere Problem ist, dass wir es damit zu tun haben, dass wir einen Metadatenbestand haben, der gegen Null geht. Zumindest in der sächsischen Opal-Plattform. Bei OERSI sieht das besser aus. Dort sind aber auch in starkem Maße wiederkehrende Muster, die von den häufigsten Autoren benutzt werden, zu vermerken, sodass dann auch deutlich wird, dass das jetzt wenig detailreiche Informationen sind, um einen Materialiensuchenden entsprechend zu unterstützen. Hier soll einfach nur gezeigt werden, dass in den Metadaten nicht mal 20 oder etwas mehr als 20% überhaupt einen Titel mitbringen, den Autoren nennen, bestimmte Keywords definieren und so weiter. Da haben wir so ein bisschen gespielt und versucht, automatisch das Ganze zu erkennen, wenn ich hier eben nicht vor dem Problem stehe, dass ich zunächst ein PDF-Dokument oder irgendein Word-Excel zunächst transformieren muss, geht das natürlich mit dem Text-Mining wesentlich einfacher auf einer rein textbasierten Darstellung. Fassen wir es nochmal zusammen und dann sind wir voll in der Zeit geblieben. LiaScript löst also als Sprachkonstrukt. LiaScript beschreibt eine Beschreibungssprache, die in Ihrem Browser gerendert wird und auf die entsprechende Endnutzerdarstellung überführt werden und unterstützt damit die Methoden der verteilten Softwareentwicklung. Wir haben also ein Autorenteam im Fokus, das dann eben in der Lage ist, all die interaktiven Inhalte, die André schon beschrieben hat oder noch beschreiben wird, überhaupt umzusetzen. Also eine Beschreibungssprache, wir haben eine verteilte Entwicklung. Es ist eine serverlose Infrastruktur. Wir müssen also nicht erst dahergehen und irgendwo einen Admin beknien, der seinem Institut einen Moodle-Server aufsetzt mit einer bestimmten Version und einem Paket-Set, das dann geeignet ist, unsere Studierenden, wenn sie sich dort einmal angemeldet haben, in die Lage zu versetzen, unseren Kursen zu folgen, sondern das, was André beschrieben hat, wir haben eine Textdatei. Die können wir auch theoretisch mit der E-Mail verschicken oder wie auch immer zum Download anbieten. Sie wird dann lokal bei den Studierenden ausgewertet und kann entsprechend genutzt werden. Es ist also nicht die Notwendigkeit, dort ein aufwendiges Setup zu fahren. Und dynamische interaktive Inhalte hatte ich bereits erwähnt. Kurze Anmerkung noch zu den Aktivitäten, so wie es in Freiberg gerade eingesetzt wird. Dort haben wir also alle Lehrveranstaltungen, ich kann die Links nachher auch in dieses Etherpad kopieren, darauf umgestellt. Das eröffnet natürlich zwei spannende Chancen, wie das sicher bei Ihnen auch der Fall ist. Ich könnte jetzt nicht quantitativ ausdrücken, aber zumindest vom Eindruck her haben wir eine wesentlich größere Diversität bei unseren Studierenden im Vorwissen, Informatik, im Vorwissen, in den Erfahrungen, die da sind. Das heißt, wir haben eine Lücke zu schließen zwischen denjenigen, die gefühlt seit ihrem fünften Lebensjahr nichts anderes tun, als Algorithmen zu schreiben, und denjenigen, für die, ja, die dann auf Neuland treffen. Und da hilft es sehr, dass wir mit diesen offenen Materialien in die Runde kommen. Diejenigen, die schon eine ganze Menge Wissen mitbringen, werden dann ermuntert, durch eigene Beiträge in den Lernmaterialien auf sich aufmerksam zu machen, Verbesserungen beizusteuern, und sind dann stolz wie Leo, wenn sie beim PDF, was wir aus den Materialien auch generieren, weil es immer wieder nachgefragt wird, dann ihren Namen auf der Autorenliste mitfinden. Und das wird dann auch wirklich über Generationen so weitergegeben, sodass das entsprechend da integriert ist. Gleichzeitig haben wir für die weniger Erfahrenen, eben dadurch, dass es nur eine Webseite ist, in der die Materialien, die benötigt werden, unmittelbar eingeflochten sind, eine relativ niederschwellige Zugangsmöglichkeit zu den, ja, ich weiß aber nicht, ob man in der Informatik Experimenten sagen kann, aber zu den Aufgaben und Lösungsansätzen. Und dann hoffen wir, dass wir mit dieser Spreizung der Möglichkeiten auch alle Studierenden im vollen Umfang in ihren Bemühungen adressieren können. Wie das jetzt auf der technischen Ebene funktioniert, das würde André dann wahrscheinlich nach der Pause weiter erklären. Genau. Von daher
freuen wir uns auf die Fortsetzung der Diskussion und sind gespannt auch auf Ihr Feedback, alle Fragen und so weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Kann ich eine Frage stellen oder müssen wir jetzt erstmal in der Pause? Wir können gerne loslegen. Ja, darf ich noch? Ja. Du hast jetzt wiederum gesprochen. Von